ist denn jetzt... Sekunde. Wir holen den Helikopter. So, einmal verkaufen. Alles klar. Hier ist wieder einer. Jetzt ist der fertig. Dann müssen wir noch raus. Und irgendwie ist hier immer dunkel auf der Insel. So, na, großer. Man kann den gar nicht richtig angucken. Man sieht gar nicht viel von den Farben hier. Hey, willst du mich verarschen? Wie viel braucht er denn? Dieser Auftrag fällt in die Kategorie abgeschlossen. Danke. Sieht sich unwohl, wenn er nicht genügend Artgenossen um sich hat. Ach, das gibt's doch nicht. Hey, ah, wenn dieser Ort ein Manifest der Evolution sein soll, dann dürfen sich unsere Anlagen auch... Ein Kentrosaurus, und den brauche ich nicht unbedingt. Ich denke, dazu lässt sich nur ein Ja sagen. Ja! Und sie wollen bestimmt dabei sein. Ja, also ja. Noch ein Ja von Ihnen. Stimmt's? Tyrannosaurus soll ich hier rauslassen. Gut, das können wir... Das unsere können wir Mission hin. Hier ist, den Park zu erneuern. Aufregender zu gestalten. Okay, wir basteln da noch welche voran, pass auf. Oder in unserem Fall das gewisse Rextra. So, cool, ja, ja, du bist cool, auch so ein Rextra. Ich mach jetzt zwei von denen. Dann habe ich lieber hier diese größeren und verkaufe lieber die also kleinen Kacker. Die kleinen Scheißer. Güter, die durch Drehkreuze gehen. Und was immer Bestand. Wir dafür tun müssen, tun wir. Alles zum Guten verändern, stimmt's? Immer noch nicht zufrieden. Wo sind die anderen jetzt? Ich muss gucken, wie es aussieht. Täuscht mich meine Wahrnehmung oder will Isaac ein Chaos? Also das könnte interessant werden. Jede okay. Show braucht einen Star. Und unserer ist definitiv eine Diva. Dieser T-Rex, den ich vorhin erwähnte. Wie wäre es mit noch einem weiteren? So Guck werden mal. Stars geboren. Und die wohnen zu, zusammen. Dass unsere Gäste einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Ein T-Rex wird immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich muss Sie wohl nicht warnen, wie gefährlich er sein kann. Es gab nie ein besseres Alpha-Raubtier. Ja und? Den hatten wir doch schon. Also wo ist das Problem? Ich sehe da jetzt nicht das Problem. Oh, er ist krank. Oh, er hat die Tollwut. Nein, das ist aber auch nicht so gut, die Tollwut. Nein, jetzt hat noch einer die Tollwut. Lecco mio. Wir machen mal hier einen T-Rex. Aber gerne doch. Mit einer Bewertung von 300 hat der. 5,4 Millionen. Alter Falter, ich hoffe, das funktioniert. Der ist nicht gerade günstig. So, und ich würde sagen, jetzt und hier ein neues Quartier. Ein Gehege aus Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun late at night. So. So, jetzt haben wir hier noch ein Gehege. Wie groß ist das? Boah. Wir haben halt nicht so den Platz, ne?
Was ist da hinten los? Benötigt Strom? Was ist denn? Was? Wurde hier was sabotiert? Oh. Okay. Nö, wir haben einfach nur ein Stromproblem. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Nö. Mhm. Wo haben wir denn noch Platz für ein Kraftwerk? Ja. Hallo? Ein Stromkraftwerk. Vielen Dank für die Blumen. So. Wege kommen auch gleich. Ich muss das mal. Aufträge sind der Motor dieser Welt. Oder war das Geld? Wie auch immer. Ja. Sekunde. Ich muss mal kurz ein bisschen was machen. Betriebsgebäude. Gehege. Ich muss ja allein schon dieses Gebäude hier irgendwo einkriegen, ne? Genau, allein schon dieses Gebäude hier unterzukriegen, wird schon sehr schwierig werden. So, da habe ich jetzt schon ein Problem. Da muss ich mir jetzt schon mal hier das Ding wegreißen. Und kann dann noch mal sagen, so. Falsch. So. Warum sind die zwei Dinosaurier immer noch krank? Verdammte Kacke. Oder sind das jetzt andere? Alles klar. So, einmal sowas dahin und dann. Oh, wirklich groß ist das echt nicht, ne? Groß ist das wirklich nicht. Gäste, das Ding. Ja gut, da können wir auch ein bisschen gucken, ne? Ist okay. So, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Gehege. Das ist verbaut? Verstehe nicht. Thank you.
Wieso ist das denn hier verbaut? Hä? Was? Was? Sekunde mal. Ich baue mal eben Weg hier lang, damit das mal hier fertig ist. So. Ich muss mal checken, was hier los ist. So, jetzt sind wieder die Dinosaurier ausgebrochen. Alter, ich krieg gerade... Oh Mann. Okay, wo sind meine Ranger? Nö, die sind überhaupt nicht mehr da. Das ist toll. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Lege weitere Aufgabe fest. Das wäre sehr nett. Wenn er das mal machen würde. So, dann brauchen wir jetzt auch noch mal Dingens hier. Müssen den Zaunbau mal kurz verschieben. Bestätige Aufgabe. So, die anderen sind noch drin. Hier, mach ich mal. Also, komm mal frei. Gucke mal, jetzt von der anderen Seite. Sieht man ein bisschen mehr. Naja, so farblich. Boah. Das wird hier aber auch nicht hell. Das wird hier irgendwie nicht hell. So, und den noch. So, vielen Dank für die Blumen. Eben rüber. Jetzt habe ich ja drei Saurier, ne? Vier von denen, ja. Das sollte eigentlich reichen. Hier sind jetzt fast alle krank. Alter! Alter! Hilfe! Hilfe! Alter! 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 Krass. In Reichweite des Produkts. Getroffen. Aber ein bisschen hoch. War ein bisschen tief. War ein bisschen daneben. Produkt in Reichweite. Treffer. Hä? Wieso sind... Was? Ach hier! Der liegt hier vor mir. Was ist das denn? Den habe ich gar nicht gesehen. So krank war der schon. Alter, wie krass. Nein, einer ist gestorben. Und nein, einer ist gestorben und vermutlich an Tollwut. Oh shit, da war ich zu langsam. Ist er jetzt einsam? Nee. Mal kurz gucken, ob der da jetzt was frisst. Ich
Du, der hat es irgendwie auf mich abgesehen, ne? Der ist ein, das ist so ein Stänkerfried, ne? Das hier auch so. Mal eben mit einem offenen Fahrzeug rumfahren. Finde ich auch ein bisschen krass. So, wir gucken mal, was der Rex zu sagen hat. Alter. Ja. Guten Morgen, gute Nacht. Okay, wir müssen unseren T-Rex an die vorderste Front bringen. Volle Aufmerksamkeit der Gäste. Was? Ja klar, alle müssen sicher sein, aber übertreiben Sie nicht. Die Protokolle sind doch eher Richtlinien, oder? Das Wichtigste ist die Show für unsere Gäste. Wegen ihr kommen sie zu uns. Wir gucken uns mal an. T-Rex hautnah, unser Star brüllt. Das Publikum brüllt mit. Denken Sie nur an die Möglichkeiten. Der ist direkt krank, der ist ja toll. Nähern uns Produkt behandelt. So. Der ist direkt wieder gesund. Was macht der da? Was soll das? Kann ich das reparieren? Alter! Ja, so viel dazu. Oh Gott, ich krieg die Krise, ey. Der T-Rex war keine gute Idee. Toll, die beiden kämpfen auch. Ich bin begeistert. Können wir mal eben das Fahrzeug lenken? Danke. Einfach Sauerkurven, der läuft? Der läuft doch, oder nicht? Ist das nicht laufen? Sorry, der läuft. Alter! Der hat gerade einen Kadaver gefressen. Oder nicht? Der hat einen Menschen gefressen. Wer ist denn jetzt hier tot? Links oder rechts? Steuerung übertragen. So ein Scheißdreck. Oh, da liegen noch ein paar. Okay. Eine Sekunde.
So. Hier ist momentan echt zu viel los. Und ich würde auf der Insel ja auch gerne solche Kugeln dahin backen. Aber das wird wohl nicht passen. Ist die Insel einfach zu klein, also beziehungsweise die Insel ist zu klein und die Gehege. So, dass das nicht möglich ist. Gibt es hier noch irgendwas da? So, also der Baryonyx ist zumindest so kulant und bleibt in seinem Käfig. Er ist so recht unruhig. Lustig. Ach komm, ey, leck mich doch. Das ist wieder so eine Aufgabe, hör mal, die kannst du dir auch schenken. So, egal was du machst, er haut einfach erstmal ab. Kollege. Oh, die Ranger. Ich hätte die da hinten hinpacken müssen, ne? Nachschubanfrage bestätigt. So, jetzt versuchst du es da, oder was? Ich komme in 2 Minuten. Zwei Minuten, liebe Jungen. Wir machen mal hier weiter. Eine Gyro-Station. Warte. Ach so. So können wir hier eine Gyro-Station reinmachen, ja. Warum funktioniert das hier nicht? Verbaut, verbaut, verbaut. Hey, was ist hier verbaut? Ach Leute. Hier ist noch nichts verbaut. Ey, geh doch weg. So. Komm, hier. Gehege. Hallo. Lass mich in Ruhe. Route bearbeiten. Ey, was will er von mir? Was ist denn hier verbaut? Will er mich verarschen? Das Wetter macht die Dinos verrückt und wir bekommen jede Menge davon. Ja, ja, ja. Oh! Ja, super!
in der Unterhaltungsabteilung. Klar, die Wissenschaftler holen sie aus der Vergangenheit zurück. Aber wir zeigen sie der Welt. Höllisch guter Job. Er ist jetzt zufrieden. Ich kenne die Anziehungskraft des T-Rex. Ich verstehe das schon. Aber wenn ihre Show einmal schief geht, dann... Naja, sie wissen, was dann passiert. Zweifeln sie. Fragen sie mal ihren Freund Dr. Malcolm. Malcolm mitnehmen. So, Ranger-Station. Kein Strom, weil... Oh. Scheiß Hurricane, ey. Fahrzeug leer. Ich bin gespannt, ob der Hurricane mich jetzt hier. Ich muss mal kurz hier durch. Und schauen, wie das hier weitergeht. Sekunde. Boah. Hä? Was ist jetzt? Ist das Auto kaputt oder was? Ach du Heiliges. Sekunde. Ich versuche alles zu reparieren. Jawohl. Ach, hier kann ich nicht rüber. Sound. Okay. Macht selber. Ja, ja, der macht da hinten. Okay, wo ist der andere? Hinzufügen. Das ist jetzt von dem hier, ne? Was? Zurück. Mann, ey! Komm schneller! Boah, diese Stürme. Was laufen die eigentlich rum? Die Schutzräume sind noch zu. Na ja, ist aber schon, wenn sie gefressen werden, ne? Kann ich dann aber auch nicht mehr helfen, doch. Okay. So, wie viele sind draußen? 3 Stück, oder was? Ach, leck um mir. Na klar doch. Eins. Zwei. Ja, wie kommt er denn da raus? Hä? Wo ist er denn rausgekommen? What the heck? Wie ist der Rex da rausgekommen?